Ja, erneut herzlich willkommen. 30. Filmkunstfest in Schwerin. Wir sind in der zweiten Runde. Wir präsentieren Ihnen das Festivalprogramm und das sind deutschsprachige Filme aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland und wenn man so will, in dem Fall jetzt auch aus Italien. Wir sind sehr international und es ist ein ganz wunderbarer Jahrgang, finde ich, in diesem Jahr. Ich habe jetzt fast alle Wettbewerbsfilme gesehen und beneide die Jury wirklich nicht darum, die entscheiden müssen, die dann irgendwann mal sagen müssen, wer bekommt die Preise. Ich schätze mal, es wird geteilt, ganz viel. Das macht man immer, wenn die Jury sich nicht einigen kann und sich verstritten hat. Wir kommen zu einem Film, der eine schöne Brücke schlägt zwischen Berlin und Italien, sowohl was das Personal betrifft dieses Films, als auch was die Geschichte betrifft. Ein Film, der ganz schnell reagiert auf das, was uns alle umgibt, aber keine Angst, das ist jetzt nicht ein dröger Niederschmetter nach Corona-Film, aber es ist durchaus auch ein Corona-Film mit dem schönen Titel Primavera 2020, also Frühling 2020 sage ich ja. Und ich grüße erstmal ganz herzlich die Autorin, die uns ja schon den schönen Film geschenkt hat, Reise nach Jerusalem, das war eine fantastische, wunderbare Komödie, Lucia Chiara. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Ja, ja, könnt ihr ruhig mal klatschen, das ist die Autorin hallo, des schönen guten Films. Abend. Das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, ja. Kann man sagen. Ich habe wirklich alle zusammen... Das macht wärmer und überzeugt mich noch. Ralf Noack ist jetzt nicht da, war der Kameramann und hat aber auch intensiv mitgearbeitet. Das ist wirklich eine Kollektivarbeit, die ihr da geleistet habt. Und die beiden Hauptdarsteller, also Vater und Sohn im Film. Und das ist eine sehr intensive, typische Vater-Sohn-Geschichte, finde ich, die da erzählt wird. Das ist einmal Beniamino Brogi. Herzlich willkommen, buonasera. Und Sandro Di Stefano. Buonasera, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Vielleicht, Lucia, erklären wir erstmal kurz die Arbeitssituation, also wie dieser Film entstanden ist. Weil ich denke mal, die Atmosphäre, die Stimmung, die Sorgen, die Nöte, die sind ja eingeflossen in den Film. Genau. Also alles hat angefangen, weil der Ralf, der Kameramann, mit dem ich schon mal gearbeitet hatte, und auch Nachbarn ist. Und wir waren alle zu Hause. Und er hat mich gefragt und hat mich angerufen und hat gesagt, wir müssen unbedingt was machen, weil die Situation ist so besonders. Und ich war damals in einem anderen, mit einem anderen Buch beschäftigt und ich habe ihm gesagt, ja, ist besonders, aber man muss die richtigen Ideen, kann man nicht nur einfach was drehen. Und dann, habe ich gemerkt, dass ich mit dem Buch, das ich gerade gearbeitet habe, hatte ich ein Problem, weil die Figuren waren für mich nicht mehr, also sagen wir so, Ich hatte das Gefühl, dass ich erzähle über ein Leben, das nicht mehr stattfindet. Dass meine Figuren nicht Maske tragen mussten und so. Und dann habe ich gesagt, okay, lasse ich mal eine Pause machen. Und dann in dieser Zeit, während des Lockdowns, habe ich viel mit meiner Familie gesprochen, jeden Tag, weil ich Sorgen hatte, weil die in Italien waren. Und aus dieser Situation ist einfach die Idee entstanden. Und dann habe ich Ralf angerufen und ich habe ihm gesagt, eigentlich hätte ich Lust, eine Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Geschichte, also eine intensive Beziehung zu erzählen, weil ich gemerkt habe, dass so viele Input und so viele Sachen stattgefunden haben. Und dann habe ich sofort an Beniamino und Sandro gedacht, weil ich mit Beniamino schon gearbeitet hatte. War der Stripper, glaube ich, im Film. Und Ralf kennt ihn auch und die beiden wollten auch was zusammendrehen, die hatten was vor. Und ich habe gesagt, guck mal, ich habe Lust, das zu schreiben und diese Situation jetzt zu erzählen. Und schauen wir mal peu à peu, was passiert. Und dann haben wir angefangen. Also die Geschichte ist, sagen wir so, peu à peu entstanden. Das war nicht... War ein Prozess. Und zwar ein Prozess, der lauter Italiener in Deutschland zusammengeführt hat, die also gemeinsam da gearbeitet haben. Beniamino, um die Geschichte mal kurz zu skizzieren, Leute kennen ihn noch nicht alle, Beniamino also ist in Deutschland, ist in Berlin, hat große Probleme, insofern schließt das auch ein bisschen an, finde ich, an deinen anderen Film Reise nach Jerusalem, also junge Menschen, die irgendwie nicht gebraucht werden, wo nichts so richtig funktioniert. Wie war diese Situation? Ich kenne auch Schauspieler natürlich, man wird nicht genug besetzt, man weiß, man lebt prekär. Ich dachte mir, das ist wahrscheinlich eine Situation, die ja jeder von uns im freischaffenden Gewerbe ab und zu mal kennt. Ja, sehr. Und genau in den Kontext mit Pandemie, das war auch nochmal ein Salto sozusagen. So ein Jung, der auch nicht mehr so jung ist, der sich durchkämpft mit seinen eigenen Idealen oder seinen eigenen Zielen und dann plötzlich alles bleibt stehen. Und er wird machtlos dagegen.
Und genau in dem Moment, wo auch der Boden fängt an zu beben, also die Familie. Und was passiert mit einem Mensch, der, sagen wir, ein bisschen richtunglos in dem Moment ist, der sich in so einer Situation befindet, wo auch die Familie oder die ehemalige Familie, was man als Familie noch bezeichnen will, obwohl es eine große Distanz gibt, nicht nur wegen Lockdown, aber auch in der Beziehung zwischen den beiden, was kommt dann raus? Man wird nicht mehr so intellektuell und fair. Die beiden kommunizieren halt über Skype oder Team oder was auch immer, jemand sind sie in Kontakt. Und da kommt Stefano jetzt also als der italienische Vater ins Bild, dem es eigentlich, Stefano, wenn ich so sagen darf, doch ganz gut geht. Also ich meine, du bist eigentlich derjenige, wo man denkt, der hat doch das Glück ein bisschen auf seiner Seite. Er ist zwar verwitwet, aber da gibt es eine junge Ukrainerin, die sich um ihn kümmert und ja, da gibt es eine menschliche Wärme. Also eigentlich bist du doch derjenige, finde ich, der vielleicht noch bis auf diese Sehnsucht nach dem Sohn ganz gut dasteht. Ja, ich denke, ich war in gewisser Weise der alte Vater, natürlich, der schon mit allen Wassern gewaschen ist und der diese Corona-Einschränkungen doch nicht so ernst nimmt. Weil mit 70 Jahren haben wir schon viel erlebt und Corona werden wir auch irgendwie überleben. Und so habe ich mich eigentlich auch gefühlt. Obwohl in dieser Zeit, als wir gedreht haben, war das wirklich ein beklemmendes Gefühl, weil ich auch immer zu Hause war, außer Waldspaziergänge, alleine und so. Und dann bot sich eben diese Gelegenheit und Lucia und ich habe den Bandy gesehen, ich habe gedacht, das ist der Song, mit dem ich richtig einen schönen Konflikt ausarbeiten würde und ich glaube, es ist ja gelungen. Ja, wie könnte man diesen Konflikt, du hast es gerade gesagt, es gibt wirklich so einen Kernkonflikt, Lucia, wie kann man den beschreiben? Also es gab mehrere, also eigentlich war für mich die alle existenzielle Ängste in dieser Zeit stattgefunden haben. Also wie kann man leben, wenn man weiß, dass man nicht rausgehen kann? Der Vater aber hat total Lust, noch weiter zu leben, also aus der Sicht von Beniamino. Und man will, dass er zu Hause bleibt, aber er hat so, er lebt, er verliebt sich. Und das war für mich die Idee, was machen wir mit älteren Menschen? Die muss man zu Hause sperren und man verlängert eigentlich das Sterben, nicht das Leben. Die werden immer mehr krank, immer mehr alleine. Und das war für mich einfach interessant, so eine Figur zu erzählen, die Lust hat zu leben, die sich verliebt. Im Frühling verliebt man sich. Ja. Und der ältere Herr verliebt sich, weil er nicht allein sein will, weil ansonsten er ist alleine, der Sohn ist weit weg. Und das hat für mich einfach so Lust gemacht, diese Geschichte zu erzählen. Das gibt, finde ich, übrigens bei aller Härte natürlich des Themas. Wir wissen das alle, gerade in Italien natürlich, die Menschen ja immer noch traumatisiert, finde ich, wenn man da hinkommt. Aber es gibt eben auch was sehr, sehr Komisches, Beniamino, denn durch diese Distanz sind deine Möglichkeiten einzugreifen ja auch ganz gering. Das heißt, deine Wutausbrüche, die sensationell sind, die kann man so gut verstehen, weil das genau, was du sagst, du bist ja so hilflos. Also wie hast du dich da auch hineingesteigert in diese Situation, hilflos zu sein, die ganze Aggression dann sozusagen in die Luft zu jagen? Es hat erstmal ganz viel Spaß gemacht. Also die Wut-Improvisation, das war sehr, sehr schön. Mein Ansatz war auch noch vor diesem Spaziergang zwischen Lucia und Ralf, also persönlicher Ansatz war, diesen Moment zu erleben, also einfach dabei zu sein. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich bin da und wir gucken. Und das haben wir versucht, auch auf dem Schauspiel zu transportieren, einfach da zu sein. Und natürlich in den Monaten waren wir alle ständig am Telefon mit irgendjemandem und wir waren alle irgendwie hilflos und emotionell geladen, obwohl es uns auch nicht wirklich bewusst war. Ne? Schon noch jetzt, glaube ich, es ist uns nicht wirklich bewusst, was diese Zeit mit uns gemacht hat. Und ich glaube, wenn man spielt, ne, man sucht immer die Ecke, wo man sich befreien kann. Und die habe ich gesucht und das hat echt Spaß gemacht. Stefano, wie ist das für einen Schauspieler, wenn man so reduziert spielen muss? Also eben faktisch ja nur in den Computer hinein. Es gibt ja kaum Begegnungen. Es ist Aggression über einen weiten Zeitraum und auch eine weite Entfernung hinweg.
Also mir hat es überhaupt nichts ausgemacht, weil ich war so in der Sache ziemlich involviert und ich hatte mich gerade so auf Benny fixiert, was mir geholfen hat, dass keine Kamera da war, direkt, nur über Skype. Er hat eine Kamera gehabt im Hintergrund und das war für mich auch noch befreiender. Und man spürt ja die Frage auch an euch drei, bei aller Aggression und aller Wut, die da ist und auch Sprachlosigkeit zwischen Vater und Sohn, ist auch nicht untypisch, trotzdem immer eine tiefe Zuneigung. Also man spürt, die sind irgendwie auch füreinander da und das finde ich ganz wichtig. Wie ist das hergestellt von dieses Gefühl? Also für mich, das war so krass, weil ich, als ich mit meinen Eltern gesprochen habe, jeden Tag, weil natürlich hat total Sorgen, sie können nicht raus und keiner kann für sie einkaufen und bla bla. Und dann haben wir jeden Tag telefoniert und am Ende gingen wir noch schlechter, weil es entsteht eine ganz schlechte Energie. Man versucht einfach Zeit zu verbringen, dass sie ein bisschen abgelenkt sind und am Ende merkt man, es wird nichts, die Verbindung ist schlecht, dann nervt man sich und kommen alte Konflikte. Ich rufe nicht jeden Tag, also ich spreche nicht jeden Tag mit meinen Eltern normalerweise. Und da, ich fand das interessant, das ist eine Gelegenheit, wieder diese alten Konflikte auch zu einfach darzustellen. Aber hier waren natürlich auch diese ganz anderen Themen, die einfach dazukommen. Und dass man hört über Politik, man hört über das Geld, was machen wir als Europäer, wie investieren wir das Geld, wie stehen wir als Europäer da. Wir haben viel mit meinem Vater gesprochen, was ist es jetzt mit dem Geld, mit dem Corona-Bond oder nicht, wer soll das Geld als Erste bekommen, was macht Deutschland gegenüber anderen Ländern. Also diese ganzen Entscheidungen haben so einfach die Länder auch einfach, ne, jeder gegen den anderen. Und das waren Themen, die ich gemerkt habe, die sind wichtig, weil jetzt müssen wir einfach sehen, was sind wir als Europäer. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in Deutschland, aber ich fühle mich als Europäer da. Und da wollte ich mal, darüber wollte ich auch erzählen, ne? Diese Hierarchie, die wir als Ausländer hier und die Ausländer in anderen Ländern, also wo stehen wir gegenüber andere Leute, wo sind unsere Ängste, was sind wir bereit zu geben, und da kommen die ganze dunklere Seite von dieser Figur, die mich total interessiert hat, diese Widersprüche, ne? Diese tiefe Ängste und genau, der Schwarz. Aber sehr schön, dass du das nochmal erwähnst, weil das wirklich ein ganz wichtiger politischer Hintergrund auch aus dieser ganzen sehr privaten Geschichte. Also welche rassistischen, soweit ich mir gehen, Vorurteile sind da. Genau, das wird sehr rassistisch. Und zwar auf allen Seiten gewissermaßen hier. Aber was ich trotzdem spannend finde oder nach wie vor ist, dass es so viele Schichtungen gibt in diesem Film, bis hin zu einer ganz normalen, ganz privaten, das wissen wir alle, wir werden den Erwartungen unserer Eltern nie gerecht. Ich glaube, selbst wenn wir alle einen Nobelpreis hätten, würden die immer noch denken, irgendwie hätte es doch mehr aus diesem Kind werden können. Ja? Also so. Und das erzählt der Film, finde ich, auch sehr, sehr schön. Egal, was wir tun, wir schaffen es doch nie, Benjamin. Ne? Ist doch bei dir auch so. Du hast ja einen guten Job wahrscheinlich, aber in seinen Augen wirst du immer ein Loser bleiben, glaube ich. Also ich werde gleich Vater. Und deswegen, ich versuche mich eher in die Schuhe der Eltern zu ziehen. Gut, also du wechselst die Seite. Im Moment weiß ich es nicht. Also ich glaube, es ist aber, bleib ganz offen. Alles Gute dir natürlich und deiner Frau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Gibt es schon einen Starttermin irgendwie? Der muss ja ins Kino, finde ich, in irgendeiner Form. Ich weiß das nicht. Also es ist wirklich unsere Premiere und wir haben sofort die Einladung einfach akzeptiert, weil für uns war schön, eine Premiere zu haben, eine Live mit Menschen, auch wenn es noch nicht so viele Menschen einfach erscheinen. Das Kino muss leben, also deswegen sind wir da und mal schauen, peu à peu. Wir waren so schnell mit dem Film, wir haben in 2020 alles einfach geschrieben und gedreht und jetzt sind wir da und wir freuen uns. Und Schwerin ist eine gute Startrampe für so einen Film. Genau. Wunderbare Startrampe. Ja. Dann ganz herzlichen Dank euch. Danke. Vielen Dank, Stefano. Mille grazie.